Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Glossybox aus dem Monat Februar und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Glossybox ist eine Beautybox, die monatlich erscheint, ab 12,50 Euro pro Box und pro Monat kostet. Ich habe sie im Jahresabo und bekomme zusätzlich noch eine dazu. Das heißt, in diesem Video verlose ich auch wieder eine Glossybox an einen von euch. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Ich habe auch einen Code, damit bekommst du den ein bisschen günstiger. Das ist Glossy Claudi. Da müsstest du 20% auf dein erstes Abo oder auf deine erste Box quasi sparen. Und wir haben hier 5 Beauty-Produkte drin. Der Warenwert der Produkte ist immer deutlich höher als das, was wir dafür bezahlen. Und diese Box ist ganz schön schwer. Also jetzt, die Februar-Box, ne? Nicht alle haben den gleichen Inhalt. Es gibt immer so 2, 3 Produkte, die bei allen identisch sind. Und der Rest ist dann quasi, ja, aus einem Repertoire heraus. Und ich würde sagen, wir gucken mal ein bisschen hinein. Irgendwie löst sich hier bei mir dieses Kram ab, weiß ich nicht, komisch. Aber gut, hier habe ich jetzt einfach mal den Deckel entfernt und hier haben wir dann den ersten Blick in die Box und sehen dann direkt den Flyer. Wir haben leider kein Heftchen mehr, wo drin steht, was drin ist. Das ist ein bisschen schade. Meine riecht ein bisschen nach Orange und die riecht ein bisschen nach den Rituals Babyprodukten. Das weiß ich nämlich, weil mein Sohn Julius hat von Nicole, Unbox Butterfly Nicole damals, so ein Babyset zugeschickt bekommen. Also zu meinem Geburtstag habe ich das gekriegt, für Julius halt. Und da benutze ich aktuell die Bodylotion von und auch für den Körper zum Baden. Glossy Februar 2023, digitales Glossy Magazin. Après Chic ist hier die Edition. Interessantes Motto, muss ich gestehen. Ich weiß es nicht. Gut, jetzt irgendwas gegen Kälte oder irgendwelche Sachen, so zum Beispiel von Polar, kann ich mir vorstellen, ne, dass die sowas mit reinnehmen. Hey Glossy, wie wäre es mit einem Beauty-Push für die letzten müden Wintertage? Ab auf die Piste mit dir, oder einfach mal öfter an die frische Luft. Cooler Nebeneffekt, Rosy Cheeks. Oh, jetzt kommt der Cold Girl Look, Leute. Da kriegen wir einen Blush. Mhm. Die passende Produktauswahl für deinen schicken After-She-Glow gibt es in dieser Box. Vielleicht auch so einen richtig eisigen Highlighter. Müssen wir mal gucken. Dann haben wir hier auch die Möglichkeit, wir haben hier einen QR-Code, den können wir scannen. Entschuldigung. Ich wollte jetzt nur mal gucken, was gegebenenfalls jetzt für März dann der Ausblick ist. Oben auf dem Berg ist es einsam. Ach so, das ist ganz schön viel geschrieben. Dreamy Days Edition. Okay, ist keine Sonderedition. Es ist auch wieder die ganz normale Box, ne? Mit den ersten Frühlingstagen im März öffnen wir auch eine neue Beauty-Tür. Lass dich von romantischen Make-up-Looks, zarten Düften sowie federleichter Hautpflege hinreißen und inspirieren. Die März-Box steckt voller überraschender Produkt-Must-Haves in frischen Farben, ideal für deine Frühlings-Beauty-Routine, damit dein Start in die neue Saison unbeschwärmt verträumt und vergesslich wird. Ja, hört sich doch schon mal ganz charmant an, da kannst du was von Citavir gewinnen. Und dann würde ich sagen, gucken wir jetzt einfach mal endlich in die Box. Ich rede hier schon ganz schön lange. Ich habe jetzt mal das Schleifchen geöffnet. Entschuldigung. Und mach den Klebi auf. Und ich sehe schon, warum meine Box so schwer ist, weil da irgendwas Großes drin ist von Dove. Okay. Dann gucken wir mal, was das ist. Renew Wild Violet and Pink Hibiscus Scent. Bath and Shower Gel. Coole Sache. 5 Self-Care for your Body. 15 Minuten Self-Care for your Body. Aha. 15 Minuten. Also sollst du 15 Minuten damit baden? Duschen? Ich dusche nicht 15 Minuten, das geht bei mir ein bisschen schneller. Aber gut, ich rieche mal dran, weil das hört sich gut an. Da kann man das theoretisch hier öffnen, aber ich mache das mal so, das geht ein bisschen einfacher, sonst ploppe ich mir das ganze Kram ins Gesicht. Es riecht einfach erstmal blumig-seifig, aber angenehm. Also das kann ich mir auch wirklich im Badewasser gut vorstellen, auch unter der Dusche. Aber ehrlich gesagt, vom Duft her ist es eher so Seife für mich. Also, dass ich sowas in Seifenspender füllen würde. Und ich kenne diese Verpackung gar nicht. Das ist auch ganz neu. With Propeptide Technology. Das ist alles auf Englisch. Also, vielleicht haben wir hier eine Version, die jetzt nicht unbedingt die generell deutsche Drogerieversion ist, ne? Sowas finde ich natürlich cool.
Weil dafür sind für mich auch Beautyboxen da, einfach um mal neue Produkte kennenzulernen. Dann habe ich hier was von Dr. Barbour drin enthalten. Das ist die Hydrocellular Hyaluron Cream. Da meine ich gesehen zu haben, dass alle die auch drin haben. 24 Stunden Moisture Depot Effekt, 15 ml. Das ist so eine Luxus-Probegröße. Sowas finde ich auch immer ganz schön. Ne? Das kann man dann auch mal sich gönnen, ne? Weil sowas ist ja nicht günstig. Und da von Dr. Barbour so ein etipetete Creme-Ding drin zu haben, ist ab und an auch mal ganz schön. Dann habe ich was von We Are Paradox für die Haare drin. Restorative Hair Mask, 40 ml. Auch das ist eine Marke, die wir jetzt öfter schon mal in Boxen gesehen haben. Hört sich für mich auch sehr gut an. Und da wir jetzt natürlich durch diese ganzen kalten Tage eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit haben, sind die Haare etwas statischer aufgeladen und eher frizziger unterwegs. Und da macht eine Haarmaske auf jeden Fall Sinn. Mit 40 Millilitern komme ich nicht allzu weit hin, ne? 30 Minuten lässt du das drin. Das ist natürlich richtig krass. Das ist richtig lang. Okay, oder über Nacht sollst du es dann drin lassen. Da muss ich nochmal überlegen, ob das was für mich ist, weil ich bin jetzt nicht so diejenige, die in sowas viel Zeit investieren würde. Also am liebsten diese One-Minute-Masken, ne? Mal eben schnell unter der Dusche und dann rasiere ich mir die Beine und dann kommt das halt irgendwie rausgespült. Schwierig. So, dann habe ich hier was drin. Das ist witzig, von This Works Deep Sleep Body Cocoon. Das ist ein Multitasking, was? Aber das ist für den Körper, ne? Ja, 50 ml. Da habe ich nämlich, wann war das denn? Als ich die Spa-Edition von der Glossy Box ausgepackt habe, das Video kommt aber noch, habe ich gesagt, weil da was von This Works drin war, dass wir da tatsächlich auch schon mal die Body Lotion hatten, dass ich die total toll fand. Und hier freue ich mich drüber, weil die riecht auch so ein bisschen wie dieses Deep Sleep Pillow Spray, nämlich nach Lavendel. Und da ich ein Abendduscher bin, macht das bei mir auf jeden Fall Sinn. Und ich habe heute echt, wenn man sich das mal so reinzieht, was ich hier erzähle, ganz schön viele Reime schon gebracht. Ne? Und das wäre doch gelacht, dass mein Claudi das nicht mal so macht. Ha. Oh Gott, es ist spät. Nach müde kommt doof, ihr wisst Bescheid. Ja, schön, freue ich mich. Wird verwendet. Das ist wirklich klasse. Und das sind jetzt schon 4 Produkte. Hier habe ich aber noch, das ist wahrscheinlich ein Goodie, ne? Mit drin von Luvos Heilerde Clean Maske. Das ist reinigt Poren tief, glättet nachweislich die Hautoberfläche. Mag ich super gerne, weil du hast hier immer Heilerde mit drin und ich mag super gerne diese Luvos Heilerde Masken, Gedönsen, Geschichten und die haben wir jetzt ab und an auch mal in Glossy Boxen drin gehabt für Umme. Immer mal wieder, ne? Also ich habe ja seit bald 5 Jahren auch die Glossy Box im Abo und die immer wieder mit dabei. Finde ich schön, das sind nämlich sehr, sehr angenehme Masken, auch hautverträgliche. Und jetzt kommen wir nämlich zu der dekorativen Kosmetik. Das ist von Sophia und Mabey, eine Eyeshadow Palette. Ich habe ja mit euch zusammen auch dieses Full Face CRT London geschminkt, kann ich euch immer verlinken, weil ich mich ja so inspirieren lassen habe, weil wir ja öfters mal was von der Marke in Boxen drin hatten. Hat mich auch ehrlich gesagt immer wieder gecatcht und deswegen hatte ich auch echt Bock, mir so den Rest vom Schützenfest zu kaufen und das dann mal im Gesicht auszuprobieren. Bei Sophia und Mabey muss ich aber gestehen, dass ich jetzt nicht so mega hyped bin, als dass ich sagen würde, oh mein Gott, wir müssen jetzt unbedingt auch die Foundation und dies, das, Ananas davon kaufen. Na, mal gucken. Also ich bin jetzt mal gespannt, was das für eine Lidschattenpalette sein soll. Wir hatten ja auch schon mal so Quattros, die waren eher mau von der Pigmentierung her. Après Chic Eyeshadow Palette. Das ist dann wirklich so, dass das Motto auch auf diese Lidschattenpalette abgestimmt ist. Sehr, sehr interessant. Cruelty Free ist die Marke. Oder dieses Produkt. Sieht vom Packaging aus wie eine Natasha Denona Palette. Oder auch wie Catrice 5 in der Box. Und hier sind auch 5 Töne drin enthalten. Die kann ich mal ausprobieren. Das sind doch schöne Töne. Ich hatte jetzt in dem Heftchen, als ich das nämlich eben so aus dem Augenwinkel gesehen habe, gedacht, oh je, die ist ganz schön rot. Ne? Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Finde ich echt witzig, dass die einfach mal die Verpackung auch adaptiert haben. Ne? Ich meine, gönnt euch hart, Leute. Nö, finde ich schön. Also wir haben einen Ton, der hätte heller sein können. 3 matte Töne, dann noch ein Schimmerton. Also sieht eigentlich gut aus. Ja, ich habe jetzt heute, das ist traurig, Leute, ne? Die Urban Decay Cherry Palette auf den Augen, die habe ich jetzt aussortiert, weil die mir echt, also die ist doch, guck mal, wie langweilig die ist, ne? Aber gut, egal. Damit hätte ich nämlich diesen Look hätte ich damit auch schminken können.
So, wir haben jetzt hier einfach mal uns die komplette Box angeschaut und haben hier tolle Produkte drin. Wir haben was für den Körper, wir haben was für die Haare, wir haben was an dekorativer Kosmetik. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Lidschattenpalette und Dr. Barbour haben alle drin. Ansonsten sind die anderen drei Produkte variabel. Ich gehe davon aus, weil das ja auch nicht aufgeführt war, dass jeder auch so eine Maske bekommen hat. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Also ich finde, das hat sich gelohnt. Für 12,50 Euro brauchen wir gar nicht drüber reden. Lohnt sich das eigentlich schon, ne? Also das ist ja echt eine gute Geschichte. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von meinem Unboxing zu der Glossy Box Februar, die mir sehr gut gefallen hat. Da kannst du einen schönen Valentinstagslook mit schminken, dich vorher schön duschen, eincremen und die Haare pflegen und dir was ins Gesicht geben, sofern du auch genau diesen Inhalt gehabt hast. Und das gefällt mir. Wenn dir dieses Video gefallen hat, tolle Überleitung, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Finde ich, upsala, ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxing der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!